Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch alle neuen Möglichkeiten vor, wie ihr im Pre-Patch an gute Ausrüstung kommt. Viel Spaß beim Video. Fangen wir auch direkt mit der besten Möglichkeit an. Das Arena Season 4 Set und Waffen gibt es für Ehre. Dieses war vor kurzem nur mit Arena-Punkten erwerbbar. Die Gegenstände sind hierbei auf Sunwell-Niveau. Brust, Helm und Hose kosten jeweils 9500 Ehre und Schultern und Hände 7600. Wenn ihr euch demnach das komplette Set holen wollt, seid ihr bei 43.700 Ehre. Bei den Waffen gibt es ein paar preisliche Unterschiede. Hier sind wir bei Zweihandwaffen sowie bei Fernkampfwaffen bei 19.000, normale Nahkampf-Einhandwaffen kosten 9.500, Caster- und Heileinhandwaffen dabei 14.250, Zauberstäbe, Wurfwaffen sowie Relikte 5.700 sowie die Nebenhand 4.750, wobei der Schildwall des brutalen Gladiators eine Ausnahme ist und 9.500 Ehre kostet. Die Nicht-Set-Teile wie zum Beispiel Armschienen, Schuhe, Gürtel, Ringe, Amulett, Umhang sowie Schmuckstücke wurden ebenfalls preislich reduziert. Wenn ihr hier alle Teile holen möchtet, kostet euch das nochmal 55.100 Ehre. Ihr benötigt demnach 98.200 Ehre, um an alle Ausrüstungsgegenstände zu kommen. Nun fehlen euch aber natürlich noch die Waffen. Rechnen wir hier noch eine teure Zweihandwaffe für 19.000 Ehre drauf, dann seid ihr bei insgesamt 117.200 Ehre. Eure Marken verschwinden nun alle in dem Reiterabzeichen. Mit diesem könnt ihr nichts mehr anfangen, außer sie gegen Ehre zu tauschen. Ihr bekommt hierbei pro Marke 185 Ehre. Das macht ihr zum Beispiel in Shadrat, wo ihr auch die Daily PvP Quest annehmen könnt. Eure restlichen Arena-Punkte werden ebenfalls in Ehre verwandelt. Hierbei bekommt ihr für einen Arena-Punkt 10 Ehre. Die erhaltene Ehre von den Daily PvP Quests in den Wäldern von Teruka, bei denen ihr einen Turm einnehmen müsst, wurde deutlich verringert. So erhaltet ihr nur noch 210 Ehre. Davor waren es 943. Die echte tägliche PvP Quest aus Shadrat, bei der ihr ein Schlachtfeld gewinnen müsst, wurde nur leicht verringert. So bekommt ihr hier noch 838 Ehre. Diese lohnt sich also definitiv nach wie vor. Ein Sieg in einem Schlachtfeld bringt euch ungefähr 1000 bis 2000 Ehre. Solltet ihr verlieren, könnt ihr nach wie vor mit 500 bis 1000 Ehre rechnen. Allgemein kommt es natürlich immer auf individuelle Faktoren wie das Erreichen von gewissen Zielen, die eigene Performance oder auch die Länge des BGs an. Mit dem Pre-Patch startet zugleich das Weltevent mit der Zombie-Plage und der Geiselinvasion. Zu Beginn seid ihr damit beschäftigt, euch und andere Mitspieler in untote Gestalten zu verwandeln. Hier könnt ihr in den ersten Tagen keine Items bekommen, welche euren Charakter für WoTLK vorbereiten können. Das ändert sich allerdings am 14. September. Ab jetzt startet die Invasion der Geisel und fliegende Nekropolen befinden sich in Kalimdor sowie in den östlichen Pestländern. Macht hierbei am besten eure Karte auf. Dort werden euch nun die verschiedenen Punkte angezeigt. Schlagt ihr diese zurück, könnt ihr pro Rüstungstyp ein vierteiliges episches Set bekommen. Diese haben super Werte, um einen frischen Level 70er zu equippen und befinden sich allgemein auf Karasan-Niveau. Als Set-Bonus bekommt ihr hier pro weiterem angelegten Teil 1% erhöhten Schaden gegen untote Feinde. Die Brust gibt es dabei von den seltenen Elite-Gegnern namens Schatten der Verdammnis und Hosen von den raren Gegnern namens Knochenhexen, Geister der Verdammten oder schwerfälliger Schrecken. Die Hände und Schultern bekommt ihr vom Rüstmeister im Tausch gegen 15 nekrotische Runen. Der Rüstmeister befindet sich zum Beispiel in einer der Hauptstädten wie Orgrimmar oder Stormwind in der Nähe des kleinen Zeltes. Um dort allerdings Gegenstände kaufen zu können, werdet ihr zuerst via der Quest Kapelle des hoffnungsvollen Lichts in die östlichen Pestländer geschickt. Dort angekommen, nehmt ihr die Quest Bedrohliche Schatten an. Hierbei müsst ihr 10 nekrotische Runen sammeln und diese zurückbringen. Das erledigt, könnt ihr beim Rüstmeister Gegenstände erwerben. Wie funktioniert das jetzt aber alles genau? In einem der jeweiligen Gebiete namens Winterquell, Ashara, Tanaris, östliche Pestländer, brennende Steppe oder den verwüsteten Landen angekommen, geht ihr nun am besten die Spawnpunkte ab. Diese seht ihr auch schon im Hintergrund. Ich verlinke euch das Bild aber nochmal in der Beschreibung, dann könnt ihr nochmal in Ruhe nachschauen. Hier können nun Kristalle spawnen, welche es zu deaktivieren gilt. Um die Kristalle befinden sich etliche Geister und Ghule. Haut ihr diese um, können dabei schon die benötigten nekrotischen Runen droppen. Hier spawnen außerdem zufällig die Knochenhexen, Geister der Verdammten sowie schwerfällige Schrecken, welche die Beine fallen lassen können. Haut ihr allgemein genügend um, schwächt ihr den Kristall und dieser verliert Leben. Wenn er bei 0% angekommen ist, dann erscheinen 4 Kultisten, welche sofort ein Ritual beginnen, um den Kristall zu reparieren. Ihr könnt das besagte Ritual unterbrechen, indem ihr einen Kultisten ansprecht und diesem 8 nekrotische Runen ins Gesicht feuert. Jetzt verwandelt sich dieser in einen Schatten der Verdammnis. Besiegt ihr diesen, lässt er immer 30 nekrotische Runen auf einen Schlag fallen und hat zusätzlich eine Chance, die epische Set-Brust zu droppen. Zusammengefasst kommt ihr extrem einfach an die Handschuhe sowie die Schultern ran, da ihr diese für 15 nekrotische Runen pro Item erwerben könnt. Die Brust sowie die Beine sind droppabhängig.
Ebenfalls ab dem 14. September kommt der neue Raid-Boss namens Prinz Tenris ins Spiel. Dieser befindet sich in Karasan im Obergeschoss hinter dem ersten Boss. Wenn ihr diesen zur Strecke bringt, was definitiv mit den neuen Talenten auch mit weniger Spielern überhaupt kein Problem sein sollte, dann droppt er die Zweihandwaffe namens Arcanid Reißer. Neben guten Werten und einem Schaden, der sich vor allem für die ersten Level in Norden sehen lassen kann, hat die Waffe einen aktivierbaren Effekt, welcher euch für ein paar Sekunden in einen Gitarre spielenden Untoten verwandelt. Die Waffe sowie das Fledermaus-Haustier haben eine 100%ige Drop-Chance. Das Haustier kann jeder im Raid looten, wobei die Axt nur einer gewinnen kann. Das macht sie auch so extrem besonders, da man nur wenige IDs hat, um diese zu erlangen. Für beide Items bekommt ihr außerdem einen Erfolg. Solltet ihr gerade eben auf Level 70 angekommen sein und vor dem Start Richtung PvP-Schlachtfelder und dem Ehre-Grind noch das ein oder andere blaue Item bekommen wollen, sodass ihr nicht komplett hilflos da steht, dann öffnet mal euer Ruffenster und checkt euren Ruf bei den Fraktionen Sralma bzw. der Ehrenfeste, das untere Viertel, die Expedition des Szenarios, die Hüter der Zeit sowie die Shatar. Ab Wohlwollen könnt ihr hier nämlich ein fünfteiliges blaues PvP-Set kaufen. Pro Fraktion gibt es ein Set-Item für eure Ausrichtung. Farmt hier allerdings auf Level 70 nicht gezielt Ruf, sondern kauft nur dort ein, wo ihr schon wohlwollend seid und nichts Besseres habt. Steckt sonst lieber jegliche Zeit ins PvP, da die Season 4 Items auf Sunwell-Level sind und man definitiv nicht leichter an solch starke Items kommen kann. Die blaue PvP-Ausrüstung ist wirklich nur für die Leute, die es etwas leichter in ihren ersten MGs haben wollen, um nicht im grünen Level-Gear von PvP-Veteranen getourtet zu werden. Die Items kosten zwischen 10 und 25 Gold. Vielen herzlichen Dank an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, viel Spaß im Pre-Patch und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.